Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von uns. Wir spielen nur kindliche Spiele, es ist uns voll egal, was ihr darüber denkt. Wir zocken Skull in das Spyro's Adventure. Hier muss ich dazu sagen, es ist eigentlich ein tolles Spiel. Ja, es ist schon relativ kindisch, aber macht sehr spaßig, muss man sagen. Also vom Gameplay her ist es super. Ja. Deswegen sind wir aber noch Fans davon und zocken es auch immer noch. Auch wenn es manchmal etwas teuer wird, wenn man sich so viele Figuren kauft. Ja, aber muss ich ja nicht alle kaufen. Eigentlich nur einen sehr geringen Teil. Aber man denkt sich, Mist. Ja, ist okay. Wie viel? Die Figur sieht so geil aus und die ist so geil. Das stimmt, ja. Ja. Deswegen haben wir auch fast alle von Teil 1. Ja. Ein bisschen leiser sollten wir es vielleicht machen, aber nur ein klein bisschen. Denn hier muss es ein bisschen lauter sein, weil der Spiel hat eine Sprachausgabe, eine deutsche. Yay. Und wenn wir das nicht vorlesen müssen, ist es praktisch. Und ja, egal. Los geht's. Wir freuen uns tierisch. Hier habe ich nur 98% wegen einem Glitch, aber... Oh. Ja. Ich konnte nie die 100% machen, weil ich im vorletzten Kapitel... Nerias letzte Gebiet gefunden habe, was daran liegt. Dass es das letzte Gebiet gar nicht gibt. Es wurde einfach nicht registriert, dass ich das Gebiet schon längst gefunden habe und deswegen habe ich nur 98%. Haha. Hey. Na, wie gesagt, 28 Skalender, damals gab es insgesamt 32. Ich und Dominik haben insgesamt fast alles 32. Ja, wir wählen Speicherplatz 2. Okay. Sei gegrüßt, junger Portalmeister. Hey. Habe dich schon erwartet. Ich bin Ion. Ich führe dich durch diese Welt. Aber wo bist du? Ja, so ein Geisterkopf. Ja. Ich würde normalerweise wegrennen, wenn so ein Typ vor mir steht, oder? Das ist leise Sache. Die Portalmeister und ihre Skylander den Frieden und das Gleichgewicht bewahren, damit alle Wesen leben können. Alles, was du hier siehst, wird von Magie durchströmt. Jeder Stoff, jeder Baum, jedes Tier. Das schnuppert nicht dran. Jetzt ist unsere Welt in großer Gefahr. Die Finsternis breitet sich aus. Die Skylanders brauchen deine Hilfe. Ein großes Abenteuer wartet, junger Portalmeister. Ich habe meinen treuen Gehilfen Yuko zu dir geschickt. Wir hören uns. Schon bald. Das klingt gruselig, als würde der uns irgendwie ermorden wollen. Aber naja, wir werden direkt ins Geschehen gestürzt. Und ich denke, das ist auch die große Stärke des Spiels, dass einfach da alles unerwartet ist. Man weiß nie, was als nächstes passiert und so. Wow, sieh mal, wie viele Ballons abheben. Den Typ mag ich gar nicht. Ja, das ist Flynn und das ist Hugo. Sondern sie fliehen. Da liegt was ganz furchtbar im Argen. Ach so, das erklärt auch die fliegenden Felsen. Haha. Wer viel von diesen Witzen hören. Dass das ein guter Plan ist? Schrei nicht so rum. Flynn, such dir einen erhöhten Platz. Wir treffen uns an der anderen Stadtgrenze. Klaro. Viel Glück, Hugo. Okay. Kapitel 1. Trümmerinsel. Ich glaube, das kann ich lesen. Ja, und das kann man doch trotzdem sagen. Meister Ion hat gesagt, dass wir die Hilfe kommen. Ich soll genau hier warten. Erst explodiert der Kern, dann fange ich an, Stimmen zu hören. Und jetzt stehe ich mitten in einem Dorf, das von wer weiß, was in Stücke gerissen wird. Ich glaube, da sollte mir sicher hier angewiesen werden, wenn er Stimmen hört. Okay, ich sage, ich sollte erstmal anfangen. Ich nehme den Skalender, den ich als allererstes, also den ich vor Jahren zum ersten Mal auf dem Portal gestellt habe. Ich hoffe, er funktioniert noch. Sollte er eigentlich. Spyro. Okay, dann jetzt du. Ich nehme einen tollen Pfeilkämpfer. Flameslinger. Spyro, du bist zurück. Meister Ion hatte recht. Was ist, wenn man nicht bei uns drauf tut? Dann sagt ja ein Skylander. Dass du zuschaust, du großer Portalmeister. Ich bin Yuko und wir haben viel zu tun. Das Dorf braucht uns. Warum guckt er nicht zu uns? Das muss man jetzt nicht verstehen. Ich habe vergessen, wo angreifen war. Tut mir leid. Tatsache ist, dass, naja. Wir beide Feuerangriffe drauf haben. Die ein bisschen overpowered sind und deswegen die ersten Kapitel ein bisschen so einfach werden. Ja, wir hätten vielleicht den Skalender zurücksetzen sollen. Nein. So, ein also. Gold! Wir sind reich. Ja, ein Goldstück.
Damals war er noch nicht so mit Gott überschüttet wie die neuesten Teile. Oh nein, hier geht's nicht weiter. Okay. Wir wissen das schon alles. Wir haben gehört, die Skylander wären alle fort. Aber es ist so toll, dich zu sehen. Das geht das ganze Kapitel so. Und die Leute stecken alle drin fest. Das ist sehr gefährlich. Es könnte helfen, wenn du diese Mauer einreißt. Vielleicht klappt es ja mit der alten Kanone da. Wollen wir was hoffen? Ja. Da steht ja ein Kanonendingens. Ja, ein Ding, was nicht klappen würde. Hä? Oh, genau, sind auf Minus gekommen. Da sollte man C drücken. Yay, es hat geklappt. Ja, Stufe 10 ist die höchste Stufe in diesem Spiel. Wir sollten jetzt aufhören zu knallen. Ich kann eben nur alle gehen, die Wand. Ich spiele natürlich die Wii-Version, wie ihr schon gesehen habt. Der hat nicht allzu gute Grafik. Wahrscheinlich werde ich noch mal ein paar Mal sehen, dass das Spiel abstürzen wird. Nein. Ich meine, also. Das war in Giants kurz der Fall. Kannst du den Schlüssel holen und uns rauslassen? Und wenn nicht? Dann wird diese Stadt zerstört. Ist nicht schlimm. Ich war mit Sonny drin. Ja, wir sind hier. Oh. Ach ja, gesagt übrigens, wir werden hier so gut versuchen, so gut wie alle Schätze zu sammeln. Weil da sonst das Let's Play viel zu lange dauern würde, bis man manchmal alles findet. Ja, auf jeden Fall macht natürlich jedes Kapitel nur einmal, aber wir werden alle Geheimgebiete versuchen zu zeigen. Ja. Ob wir es schaffen, ich bezweifle es, aber zumindest die ganzen Elementartore und so können wir es sagen. Hier waren wir schon, ne? Ja. Das muss ich auch noch was sagen, also ich bin, was das betrifft. Hä? So wie hast du auch schon wieder drauf gekommen? Da war ich das. Verwechselt das, wenn man jetzt mal Minus drücken muss. Warte, da links ist doch irgendwas, oder? Da kam wir gar nicht. Das ist Schriftrolle. Ja, ich weiß. Wie kommt man da hin? Ich glaube von der anderen Seite. Von der anderen Seite. Oder indem wir nochmal. Ups. Ja, sorry, in Swapforce ist das Minus. Guck, da schießt ein Klapp nichts. Ja, stimmt. Hm. Ach nein. Hallo, komischer Typ. Länder hier sind. Hoffentlich gibt es mehr von euch. Wir haben ein gewaltiges Problem. Und welches? Die Brücke ist nicht passierbar. Und es sind noch Leute auf der anderen Seite der Schildkröten. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Statt mit denen zu sprechen. Ja. Die reden, ey. Das will sich in den nachfolgenden Zeilen verbessern. In den nachfolgenden Zeilen gibt es auch richtige Zwischensequenzen. Obwohl, die gibt es auch schon hier, ne? Ohne fliegende Bank. Eine fliegende Bank. Ich glaube, dass das Absicht ist und kein Glitch. Ein Pythagora, du bist ein Skylander, oder? Gut, dass du hier bist. Mein Gehirn ist ziemlich groß, aber meine Muskeln sind schwach. Ich brauche einen starken Helden wie dich, der mir hilft, ihre Schildkröte zu bewegen. Wieder. Wie die aussieht. Achtung. Ja, genau, haut ab. Niemand mag euch. Oh, ich bin da. Ach ja. Achtung, ich nach gleich nach links schieben, da ist nämlich noch was. Ja. Und so lernt die Skylander Flint kennen. Der Typ hat gesagt, dass ich auf dich warten soll. Du kommst gerade rechtzeitig. Ich weiß, was diese Insel zertrümmert. Komm mal her, dann zeige ich's dir. Yeah. Benutze die Sprungkissen, die federn richtig gut. Erstmal hier nach links schieben. So. Ich frag mich ja, was nach Trap Team wird. Manche sagen, es wäre letztes Kalenderteil. Oh, was irgendwie etwas schade ist. Und irgendwie auch ein bisschen. Naja, von mir aus müssen die ja nicht jedes Jahr ein neues Kalenderteil rausbringen, wie sie im Moment machen, ne? Ja, das ist ein Seelenstein. Hier lang. Lass mal aus dem Weg gehen. Domi. Ich kann nur ein gleichzeitig schieben, sonst passiert da nichts. Hier ist ein Hut, denke ich mal. Ein Hut. Wikingerhut. Die Vögel scheinen wieder abgedeckt zu werden, obwohl wir es gar nicht wollten. Nein, na komm. Na toll. Egal, einen Seelstein auch noch bekommen. Video zeigen? Ja. Das ist Shop Shop, den haben wir auch. Ja. Jetzt sieht man, wie die Figur aussieht übrigens. Und diese Videos sind extra so gemacht, dass man sich noch wünscht, den Skylander zu holen. Ja. Um einen kleinen Ausblick zu verschaffen. Eine kleine Werbung.
Muss so geben, die Seelensteine werden im nächsten besser. Ja, yep, da wird auch mehr in-game. Da wird ja auch im Spiel gezeigt und nicht nur sowas. Manchmal haben die da auch Angriffe drauf, die Wirklichkeit gar nicht beherrschen, ist mir aufgefallen. Aber zumindest nicht so, wie die gezeigt werden, ja. Mal hier war die Schriftrolle. Ah. Ah, toll. Tut leid, wenn ihr die verstehen könnt. Zwei Punkte in Raum, Dimension und, wenn wir den alten Legenden glauben dürfen, auch Zeit verbinden. Portalmeister können dann Skylander und Magie auf die andere Seite schicken. Aha, ich will jetzt ja nicht die Kindheit von den kleinen Kindern versauen, die das hier gucken, aber also in der Figur ist ein NPC-Chip eingebaut. Und ja, das reagiert dann eben mit dem Portal, oder sollten wir mal sagen. Ja, okay, da kenne ich mich nicht ganz so aus. Auf jeden Fall sind das kennt den Chip. Das kennt den Chip und bringt ihn dann ins Spiel. Also das ist jetzt wirklich keine Magie oder so Zeug. Also, egal, lasst es euch nicht versauen. Außerdem, ich glaube, das wissen die langsam auch. Wer weiß. Ja, ich war aber erstmal schon ziemlich verblüfft. Ich wusste, dass es keine Magie war, aber ich war verblüfft. Ich muss auch bedenken, dass der Teil, glaube ich, 2010 rauskam, aus 2011. Und da war noch ein bisschen kleiner. Eieiei. Schompigrube. Das war knapp. Ist schon okay. Geh einfach weiter. Ich drehe eine Runde und wir sehen uns dann später wieder hier. Ist das überhaupt sicher, mit dem Ballon zu fliegen bei so einem Sturm? Ja, warum drehen die überhaupt eine Runde, wo doch, naja, alles hier kurz vor der Zerstörung ist? Ich weiß noch nicht, ich komme hier nicht rüber. Ja, auch immer. Wir werden in diesem Display ja auch hinterher die Bonuskapitel zeigen. Oh, du bist es. So ein Glück. Ich würde diesem Wirbelsturm gerne kommen. Nur die Monstertore sind im Weg. Monster stecken sich ein Gebiet ab, indem sie diese Tore bauen. Und diese hier sind besonders fies. Hungrige kleine Chompies. Irgendwann quetscht diese Vögel auf die Seele aus dem Leib. Arme Vögel. Auf der Jumpy-Seite zu sein. Da, wo du bist. Aber keine Sorge. Das Tor öffnet sich, wenn alle Monster bewegt sind. Du musst also einfach nur alle Jumpys da drin loswerden. Alles ist cool. Ich hatte da mal einen lustigen Glitch drin. Was denn? Die Tür ging nach dir auf, nachdem ich einen Jumpy besiegt habe. Chompy, Vorsicht vor dem Beißer. Wo, ja, im späteren Teil gibt es Synchronsprechung. Also. Ach, steht gar nicht Chompy. Ach, man kann in diesem Teil auch gar nicht springen, da muss ich mich auch erstmal wieder gewöhnen. Ja, das ist nämlich. Das konnte man nämlich erst als Rockforce. Das springen, ja. Was ist mit dem los? Keine Ahnung. Hilfe. Okay, ja, ich meine, das kann man das wechseln. Hinter solchen Toren liegen große Schätze. Aber sie können nur von einem Skylander desselben Elements geöffnet werden. Das Wassertor kann zum Beispiel nur ein Wasserchampion öffnen. Und das Technologietor, naja, nur ein Technologie-Champion. Das leuchtet doch ein, oder? Wir sind Champion für alle Elemente. Genau, deswegen können wir jetzt einfach hingehen und das Tor öffnen, oder? Okay, weg zu den Skylander. Trigger Happy. Happy. Der ist genauso wie Spyro im Starterpack enthalten. Ist besser, wenn wir die Starterskalender im ersten Kapitel zeigen. Hey, ich kann nicht rüber. Ich wechsle mal den nächsten Tor. Ja. Wow, ganz schön brutal. Ach, ich muss das mal hier auch wieder ran, sehen, dass man springen. Oh, hier ist nichts. Ja, aber kann ich mal. Ich kann auch kurz noch da drüber springen, also. Im neuesten Teil. Ja. Naja, im neuesten Teil würde ich nicht sagen. Das ist ja bald nicht mehr der neueste. Ja. Also ein Frankfurt. Ja, ich weiß Frankfurt, dass ich noch 100% durchspielen, bevor ich dann am Booster wahrscheinlich, ja, Trap Team kriege. Dieser für Wii U, also Trap. Wir werden wahrscheinlich noch weitere Skylander-Spiele Let's Playen, also alle irgendwie. Und Trap Team wird dann in HD sein. Yay! Okay, jetzt lass das mit den Schießen, das stört bei der Aufnahme. Das nervt, glaube ich, weil es so laut ist. Okay, jetzt ins Wassergebiet.
Oh, ich glaube, ich kann nicht ins Wasser rein. Doch, bestimmt. Ich muss entweder einen fliegenden Skylander nehmen. Ich nehme dann den anderen aus dem Starterpack, das war der Wasserskylander, der dabei war. Chilogrunt. So. Guck, ich kann nicht durch. Doch, du warst gerade dabei, siehst du. Und jetzt? Was soll ich? Ich kann nicht ins Wasser. Ja, und musst du doch nicht. Wir springen doch. Ja. Dum-di-dum-di-dum. Aber ich denke, das ist ja etwas anders. Was denn? Das erste, dass man mehr über Wasser muss. Nö. Fallenhut. Alle Hüte schon gefunden? Nein. Nein. Warte, lass doch gucken, ob hier irgendwo eine Schatztruhe ist. Kann nämlich sein. Wenn ja, ist sie hier oder nein? Nein, hier ist keiner. Oder? Oder? Ah, oh, nee, hier waren wir, oder? Ja. Ja, ist ein alternativer Weg. Warte, heißt, wir endlich schon gar nicht besiegen müssen? Rein theoretisch. Riesiges Fragezeichen. Weil ich meine, das ist doch praktisch ein anderer Weg. Egal. Ganz schönes Chaos hier. Die haben Angst vor uns? Ach so. Bei meiner Kniekehle, der königliche Palast der Mabu ist verschwunden. Und, oh nein, da, die königliche Familie steckt fest. Du musst sie retten. Kann er ja gut sehen. Yep. Alle Gebiete gefunden, wir haben fast alles geschafft hier. Okay. Außer das Auszeit wahrscheinlich, das werden wir, das ist auch das Einzige, was wahrscheinlich nicht machen werden. Wir versuchen natürlich auch kein Skylander besiegt. Aber sehen, wie viel Prozent wir dann schaffen. Manchmal ist es immer so, da kann man nichts anderes. Hä? Manchmal verhielt man das nochmal ins Skylander. Ja, schon. Aber wenn wir uns viel Mühe geben, sind auch zu zweit, das Spiel ist jetzt nicht allzu schwer. Außer der letzte Boss. Der ist der Hammer. Aber das ist egal. Der ist auch hat auch wahrscheinlich für einiges an Kindertraumas gesorgt. Haben wir jetzt eigentlich alle Schatzkisten? Weiß ich gar nicht. Egal, wir haben die königliche Familie gerettet. Doch, der arme Kleine. Oh, ich hoffe, dass wir es geschafft haben. Ah, die Bank. Okay, jetzt scheint das Dorf verloren zu sein. Dank dir konnten alle Dorfbewohner rechtzeitig evakuiert werden. Das ist erst der Anfang. Es gibt das sind zwei Wirbelstürme. Es gibt Katastrophen überall in den Skylands. Ja, es wird noch eine geben, sind wir nicht hierher gekommen. Der Wirbelsturm erreicht uns. Oh, stimmt. Wir sollten uns in Sicherheit bringen. Ich erkläre unterwegs alles. Okay, erklär uns das mal. Yep. Das ist hier bestimmt interessant. Achso, ich glaube, diese geile Zwischensequenz. Ich weiß nicht mehr. Oh, auf einmal bewegt er sich richtig schnell. So, ganz plötzlich, ne? Ja. Oh, und haben wir alles gefunden? Bitte. Jawohl! Der legendäre Schatz, wo ist der? Weiß ich gar nicht. Schon haben wir es versaut. Ah ja. Egal. Wir können ja selber suchen gehen. Ja, such die legendären Scherz, machen wir eine Challenge draus. Wer weiß, wer da ist, schreibt es in den Kommentaren. Ja. Solange man sich erinnern konnte, wurden die Skylands von den weisesten und mächtigsten aller Wesen beschützt. Den Portalmeistern. Und der beste von ihnen war Meister Ion. Bis jetzt. Er und seine Skylander beschützten den Lichtkern. Seit Jahrhunderten hatte der Lichtkern die Welt bereichert und die Finsternis in den Schach gehalten. Die ultimative Macht des Lichts. Aber jetzt war hier und der letzte Portalmeister. Wobei, als er immer schwächer wurde, wusste er, dass die Finsternis früher oder später zurückkehren würde. Aber Meister Ion, die Wolken, stimmt etwas nicht? Hast du schon mal erlebt, dass finstere, ominöse Wolken Todes verheißen zukommen? Nein. Ich auch nicht. Ach so, meine Güte. Skylander, die Finsternis ist eingetroffen. Bereitet euch auf den Tod vor. Das Dorf hier ist das Spiel aber gar nicht mal so übel. Ja.
erfahren sollen. Und was hast du mit deinem Kopf gemacht? Das sieht lächerlich aus. So sieht deine Wirklichkeit aus. Ja. Der Herr ist auch ein bisschen dumm. Ja. Trotzdem mag ich den voll. Ja, der ist ein lustiger Joker. Jo. Auf keinen Fall, der ist ein richtig starker Schurke, der böse aussieht. Ja, so will er ja auch aussehen in den Kopf. Wenn er größer wäre und... Ja. Ich habe es dir schon mal gesagt, Chaos. Du bist ja machtlos und die Finsternis genauso. Skylander! Dafür brauchen wir das Portal. Ist so. Dafür war das Portal so damals gut. Ergibt nicht wirklich Sinn, das ist für mich eine kleine Lücke. Schon ein bisschen brutal. Erfahrungspunkte aufbeißen, ne? Essen. Ja. Ich hab mir extra jeden Skylander da geholt, der zu sehen war. Echt jetzt? Ja, aus der Terra von den Garten und so. Nicht einzeln. Ja, deswegen. Den hab ich. Ich auch. Ja, einen anderen sehen wir. Auch wegen der Angst. Eieiei. Toll. Okay, jetzt hab ich es. Wir verlieren. Ja, so viele Punkte, ja. Den haben die überhaupt mal getroffen? Leise. Heißt aber, ein paar Skylander umgebracht. Wen denn? Keine Ahnung. Hab ich ja gerade auch gesagt. Ich war einfach müde. Das ist brutal. Dass der überhaupt denn überlebt hat? Ja. Ein kleiner Spoiler auf den letzten Endgegner, also du bist gerade geblieben, aber dazu sagen wir jetzt nichts. Meister Ion, irgendjemand? An dem Tag wurde der Lichtkern in die Weiten des Universums gesprengt. Übertrieben. Die Skylands verloren ihre größten Beschützer. Aber es gibt noch mehr zu erzählen. Die Skylander immer weiter und weiter von der Energie der Skylands fort. Und jetzt sind sie da kindisch. Ja. Natürlich immer in Afrika. Da geht es niemand, der Energie hat. Er wurde zum Geist. Ohne seinen Körper konnte er nicht gegen Chaos und die Finsternis kämpfen. Aber jetzt haben wir ja mich, junger Portalmeister. Ja, hier ist wo alles geschehen. Sieht plötzlich viel kleiner aus. Und viel schöner. Ja. Hier ist ja auch einiges an Zeit vergangen. Wir Portalen sind heil geblieben. Die Bäume sind trotzdem noch tot. Dies ist der Lichtkern zerstört und die Skylands sind in großer Gefahr. Der Wirbelsturm war sicher kein Zufall. Das ist das Werk von Chaos. Oh, der geht mir echt gegen den Strich. Wenn ihr es mit Chaos aufnimmt, bin ich dabei. Das freut mich, Flynn. Kaylee will uns auch helfen. Kaylee? Von dem Mädel habe ich schon einige Dinge gehört. Interessante Dinge. Wenn sie dabei ist, bin ich doppelt dabei. Klasse! Versteht ihr, er und sein? Ja. Mit Flynn zum gefährlichen Grasland. Ich mach den Ballon schon mal stark klar. Oh, und wenn du noch mehr von diesen Schafen mit links werde ich dir nie verzeihen. Ach, Schafen wollten auch fliehen, oder was? Süß. Das hier ist das Grundgebiet. Da muss man sich irgendwie mal aus, kann man sagen. Ja. Und hier... Heute findet man auch. Ja. Und sollen wir jetzt... Einfach mal hier rumlaufen. Ja, aber der Part wird langsam beendet werden. Ja. Hier kriegt man Gold, wenn man die alle hier, die ganzen Elementar einsetzt.
Wenn es ja verschiedene Elemente an, kann man eine Menge Gold dabei rauskommen. Irgendwann ist da nichts mehr, aber immerhin. Aber ich denke, das machen wir nicht. Ich meine, es ist eine Side-Off-treibend und ja. Es lohnt sich nicht, weil man kriegt eigentlich nur Gold raus. Ich habe einfach schon. Wow, von oben. So geht's auch. Ja, wie auch immer, hiermit beenden wir den Part, würde ich sagen. Okay. Bis zum nächsten Part von Skylanders Pirates Adventure. Ups.